Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Serie Mixdown. In dieser Serie mische ich Songs ab, die ihr mir zuschickt und über die ich dann ein Video drehe und die wichtigsten und interessantesten Arbeitsschritte abfilme und hier auf dem YouTube-Kanal vorstelle. Den Anfang macht die Band Grenzgang aus Österreich, die mir einen super coolen Austro-Rock-Song mit Quetschkommode zugeschickt hat. Das Beste an der Sache ist, wenn du diesen Song zu Übungszwecken nachmischen willst, kannst du dir die Multitracks in der Beschreibung unten runterladen, da habe ich sie verlinkt. Wie immer, wenn ich hier ein neues Format mache, bin ich auch ein bisschen auf dich angewiesen, das heißt, bitte schreib mir in die Kommentare, ob dir dieses neue Format gefällt und ob ich das so weitermachen soll. Jetzt aber genug geredet, los geht's mit Teil 1 meiner neuen Serie Mixdown. Okay, wir sind im Projekt und in diesem ersten Teil meiner Mixdown-Serie möchte ich auf folgende drei Punkte im Mix hier genauer eingehen. Punkt Nummer 1 in diesem Teil der Serie wäre, wie du ein Drum, das etwas schwach auf der Brust ist und das vielleicht nicht ganz so optimal aufgenommen worden ist, wie du das bestmöglich aufpumpen kannst. Punkt Nummer 2, den wir besprechen, ist, wie du ein etwas überfülltes Song-Arrangement besser machen kannst. Und Punkt Nummer 3 ist, wie du durch Automation mehr Dynamik in deinen Mix bringen kannst. Aber als erstes hören wir natürlich mal kurz rein in den Song. Also, Austro-Rock vom Feinsten. Aber jetzt schauen wir mal hier rein, was wir jetzt hier besprechen wollen. So habe ich gesagt, die Drums, die ein bisschen schwach auf der Brust sind, ist immer wieder ein Thema im Home-Recording-Bereich. Passiert immer wieder und ist auch wirklich schwierig, so ein akustisches Drumset gut aufzunehmen. Deswegen mache ich jetzt das hier mal so, dass ich hier die kompletten Plugins hier rausnehme, die ich hier gesetzt habe, oder alle Effekte, die ich in diesem Drumkit hier, wie ich dieses Drumkit hier bearbeitet habe, und wir hören uns mal das Schlagzeug jetzt nur an, also dass wir nur die Rohspuren hören, die ich bekommen habe. Dazu gehen wir vielleicht mal hier einfach in den Chorus rein und dann hören wir mal rein, das sind jetzt nur die Rohspuren unbearbeitet. Du hast es jetzt solo angehört, solo geht sogar noch einigermaßen, aber im Mix selber sind die Drums, als ich meinen statischen Mix, also meinen Basic-Mix fertig hatte, sind die ziemlich untergegangen. Deswegen zeige ich dir, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe hier als erstes mal meinen EQ geladen und was ich meistens mache bei Drums, was ich sehr, sehr oft mache, ist bei um die 500 Hertz ein bisschen was rausziehen, dann gucken, ob ich irgendwo einen Punch finde. Hier war das bei 3000 Hertz. Und dann hebe ich die Höhen an, so ab 8000 Hertz oftmals, um einfach ein bisschen Air zu bekommen. Das hören wir uns jetzt mal an, wie das klingt, allein das Gesamtdrumkit hier mit EQ-Bearbeitung. Und so kriegen wir schon ein bisschen mehr Luft in die Drums durch diesen EQ. Als zweites habe ich mein Schätzchen hier geholt, mein neues Schätzchen, das ist der iHeart NY von Baby Audio. Der macht diesen New York-Style Parallel Compression Effekt. Das ist, funktioniert richtig gut und damit bekommst du richtig knallige Drums. Wie das genau funktioniert, kann ich ja nicht erklären, aber ich habe ein Video speziell über diesen neuen kleinen Kompressor gemacht. Blende ich dir mal oben ein, kannst du dir genau anschauen. Und hier mit diesem neuen Baby hier habe ich versucht, die Drums insgesamt ein bisschen knalliger zu bekommen, einfach durch diese Parallel Compression. Das ist schon wesentlich besser geworden durch dieses Plugin hier. Wohl bemerkt, sind jetzt nur zwei Plugins auf den Drumbass hier geladen, ansonsten haben wir hier noch gar nichts. Da wir nicht so viel Zeit haben, kann ich die jetzt nicht alles genau zeigen, aber ich habe hier die Kick, können wir nochmal solo anhören. Was ich hier gemacht habe, ist ein Noise Gate gesetzt, weil sie sehr viel Übersprechungen hatte. Das heißt, sehr viel Übersprechungen von anderen Drummikrofonen und deswegen habe ich dieses Noise Gate hier gesetzt, um einfach diese Übersprechungen wegzubekommen, weil die ein bisschen nervig waren. Und ich wusste, ich muss das Drumkit aufpumpen,
Deswegen wusste ich, dass ich dann durch starke Kompression auch die ganzen Hintergrundgeräusche nach vorne holen. Deswegen dieses Noise geht. Ich mach's gerade mal an. Hörst viel Becken und so weiter. Noise geht an. Ja, mit so einem Noise Gate kannst du einzelne Trommelschläge, gerade bei Bassdrum oder auch Snare Drum, ganz gut isolieren, dass du nachher, wenn du stark komprimieren musst, diese Spuren, nicht die ganzen Hintergrundgeräusche wie Becken und Snare Drum Schläge mit nach vorne holst, denn dadurch bekommst du schnell einen verwaschenen Drum Sound. Ich habe dann mit Channel EQ bearbeitet, wieder mein iHeart NY dazugenommen, um den Schlagzeug-Sound, also mit dem Bassdrum-Sound hier knackiger zu bekommen. Ich war aber immer noch nicht zufrieden mit der Bassdrum und deswegen habe ich diesen Bassdrum-Hype-Track dann hier genommen. Das heißt, ich habe eine Kopie meiner Kick-Out hier einfach auf einen neuen Aux geschickt und habe versucht, diese Bassdrum zu hypen, indem ich den Klick, also den oder das Anschlaggeräusch des Schlägels, wenn es auf das Feld trifft, indem ich dem noch versucht habe, mehr rauszuholen, weil die Bassdrum war einfach nicht definiert genug im Mix hörbar. Und auch da hören wir mal jetzt kurz rein. Das ist diese Bassdrum-Hype-Spur. Ich habe jetzt versuche jetzt nur hier den Klick von dem Bassdrum-Schlag rauszuholen. Ein bisschen lauter machen. Ja, in dem EQ klingt es völlig beknackt von dem Bassdrum. Ich habe mich nur auf diesen Klick hier um die 5000 Hertz konzentriert, um den rauszuholen, dass ich ein bisschen definierteren Bassdrum-Sound kriege. Dann einfach noch komprimiert, dass das ein bisschen heftiger klingt. Und wenn ich den jetzt zuschalte, dann hörst du, dass man von der Bassdrum einfach ein bisschen mehr Klick hört und dass der Bassdrum-Sound so ein bisschen definierter wird. Hörst du das? Ja, ich habe einfach diesen Klick von der Bassdrum mehr da und dann setzt er sich im Gesamtmix nachher besser durch. Was ich übrigens auch noch gemacht habe, ganz kurz, ist Max Bass. Das ist ein Plugin von Waves, mit dem du tiefe Frequenzen oder ja, tieffrequente Anteile faken kannst. Das kommt aus dem Bereich der Psychoakustik. Das heißt, die Bassdrum hat mir zu wenig Wumms gehabt von unten und da war auch nichts über den EQ zu holen. Deswegen habe ich über Max Bass praktisch tiefe Frequenzen hier reingefaked, um die Bassdrum größer darzustellen. Kann ich auch mal zuschalten. Ja, so kann ich mehr Wumms von unten dazu faken, wenn das einfach bei der aufgenommenen Bassdrum fehlt. Das wirst du jetzt nur gehört haben, wenn du gute Kopfhörer hast oder eben auch gute Boxen. Also auf dem iPhone holst du das jetzt natürlich nicht. Okay, das habe ich gemacht. Dann habe ich die Snare Drum, können wir uns noch ganz kurz anschauen, auch mit EQ bearbeitet. Die war nämlich auch so ein bisschen schwächlich, die ganze Angelegenheit hier. Hier ist der Grundton bei 250 gewesen. Um die 250, ich kann den mal lauter machen. Den habe ich hier gesucht, um sie fetter zu bekommen. Na, hier hat sie ihren Bauch. Und dann eben hier oben einfach das Anschlaggeräusch, damit sie sich besser durchsetzt. Und wieder mein neues Schätzchen, iHeart NY. Ja, konnte ich die schon wesentlich besser rausholen. Und hier habe ich dann nochmal, trotzdem iHeart NY, habe ich trotzdem nochmal eine Parallel Compression gemacht, Parallel Compression Spur angelegt, weil sie sich im Mix hat sich dieses Drumset einfach nicht gut durchgesetzt, obwohl man es jetzt hier solo einfach unter Umständen auch gar nicht so hört und sich das schon ganz ordentlich anhört. Das ist mein Parallel Drum Bass. Und den muss ich hier kurz anmachen. Und den habe ich einfach wieder hier sehr, sehr stark komprimiert, über EQ versucht noch einiges hier rauszuholen. Ja, typische Parallel Compression und habe versucht, das Drumkit hier noch besser darzustellen. Wir machen jetzt mal Folgendes, ich schalte einfach mal alles ab von diesem etwas schwächlichen Drumkit hier. Und dann schalte ich alles zu. Die Noise Gates können wir jetzt mal anlassen, dass du hörst, von wo ich gekommen bin und wie stark ich dieses Drumkit hier versucht habe aufzupumpen, damit sich's im Mix durchsetzt.
Das, was du hier siehst, das ist ein bisschen Raumhall für das Schlagzeug. So, jetzt höre ich schon die Ersten sagen, ja, aber das Drumkit ist ja viel, viel lauter geworden und du darfst ein Drumkit nicht einfach nur lauter machen, weil sonst veräppelst du ja deine Ohren. Der Kommentar kommt öfter, weil es irgendjemand hat es mal erklärt, du darfst, die Spur darf, wenn sie komprimiert ist, nicht lauter klingen, sonst veräppelst du deine Ohren. Da ist natürlich schon was dran, aber so ganz stimmt es nicht, denn das Schlagzeug darf oder die Spur, die du komprimierst oder hier aufpumpst, darf schon lauter klingen. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass sie auch besser klingt, ja. Und dadurch, dass ich dieses Schlagzeug hier sehr, sehr aufpumpen musste, klingt es jetzt insgesamt auch 2-3 dB lauter. Aber das ist völlig in Ordnung, solange du den Effekt erreichst, dass es besser klingt und sich besser im Mix durchsetzt. Dann ist das kein Problem, wenn die Spur nach dem Komprimieren lauter ist. Also von daher passt es. Gut, das war jetzt der erste Themenbereich. Das war schwache Drums einfach aufpumpen, um sie durchsetzungsfähiger zu machen. Da kommen wir zum zweiten Punkt, den ich gesagt habe. Und das war jetzt heute das Arrangement. Das Arrangement haben die Jungs richtig gut gemacht, allerdings war es teilweise etwas überladen. Und ich kann euch das mal zeigen anhand der Verse. Wir hören uns den ersten Vers mal an und zwar so, wie er im Original war. Das heißt, ich schalte alles, was ich jetzt stumm geschaltet habe, das schalte ich jetzt wieder zu. Und der hat da so geklungen. Soweit so gut, das ist jetzt zunächst mal kein Problem. Das Problem war aber, dass alle drei Verse genauso waren. Du siehst also, es war dreistimmig, alle Gitarren haben gespielt bei Vers 1. Es war dreistimmig, alle Gitarren haben gespielt bei Vers 2. Und es war dreistimmig und alle Gitarren haben gespielt bei Vers 3. Und somit fehlt so ein bisschen das Salz in der Suppe und so ein bisschen die Abwechslung. Und deswegen ist es, sollten da bei dir immer die Warnglocken angehen, wenn du so ein Projekt bekommst, wo jeder Vers zum Beispiel gleich klingt oder wo alle Choruse, alle Refrains gleich klingen und sich nichts entwickelt. Das wird für den Zuhörer relativ zügig langweilig. Beim Chorus geht's noch, denn der soll Wiedererkennungswert haben, aber bei den Versen solltest du versuchen, die Elemente so ein bisschen abzuwechseln. Und wenn jetzt die Band so wie hier jeden Vers immer gleich aufgenommen hat, dann kannst du versuchen, mit den Elementen ein bisschen zu spielen oder eben zu muten. Das heißt, ich schalte jetzt stumm, was ich ja tatsächlich im ersten Vers auch stumm geschaltet habe. Hörst du, ich finde es richtig entspannend, wenn diese ganzen Elemente da mal weg sind, diese Schrummelgitarren, diese dreistimmige Satzgesang, das ist eine Entspannung, weil jetzt kann ich mich endlich mal auf den Hauptsänger konzentrieren, der mir hier irgendwas erklären will, der mir die Story erzählen will. Und das kann ich nicht, wenn er zugepuncht wird mit 1000 Instrumenten und 1000 Backing Vocals, insbesondere im ersten Vers. Ja, wir sind hier im ersten Vers, da möchte ich wissen, was passiert denn in dem Song, um was geht's jetzt hier eigentlich? Ich fange mal an zu erzählen. Ja, und das kann ich nicht, wenn ständig einer dazwischen reinredet oder sich jemand vordringeln will, wie jetzt hier zum Beispiel die Gitarren. Also ich versucht, gerade diesen ersten Vers voll und ganz auf den Sänger zu konzentrieren, ja. Und im zweiten Vers habe ich das so gemacht, dass ich beide Gitarren rausgenommen habe. Also hier hast du keine, wir hören es gleich mal im Vergleich. Habe ich beide Gitarren rausgenommen und habe die dann erst im zweiten Teil wieder dazu gebracht. Das können wir uns jetzt auch mal anhören. Und zwar ist das hier der zweite Vers. Gitarren dazu. Okay, erster Teil vom zweiten Vers, Gitarren weg, nur die Quetschkommode. Zweiter Teil vom Vers, kommen die Gitarren dazu, geht der zweite Vers schön auf und der Zuhörer kann wieder mitrocken. Jetzt kommt der dritte Vers, den habe ich wieder versucht anders zu gestalten und zwar habe ich hier die drei Stimmen dazu genommen, aber dafür die Quetschkommode im ersten Teil rausgelassen und dadurch hört er sich auch wieder anders an. Okay, verstehst du, was ich meine? Ich habe versucht,
diese Verse hier einfach unterschiedlich zu gestalten. Und so musst du versuchen, im Arrangement einfach mit den Elementen zu spielen, gerade wenn so ein Arrangement zu überladen ist, weil das kann den Hörer schnell ablenken einfach. Und dann wird es nicht mehr spannend für ihn. Also auch darauf musst du als Mixer achten, dass der Mix abwechslungsreich genug bleibt. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, und das ist, wie du durch Automation mehr Abwechslung bzw. mehr Dynamik in diesem Fall in deinen Mix bringst. Und dazu mache ich jetzt mal die Automationsansicht auf. Und du siehst, hier ist einiges passiert. Ich habe sehr, sehr viel automatisiert in diesem Song. Und ein paar Sachen schauen wir uns jetzt mal davon an. Ich denke mal einfach die wichtigsten schauen wir jetzt mal rein. Zunächst mal habe ich versucht, die Drums zu unterstützen. Du siehst hier oben die Drumspur. Und ich habe versucht, weil ich auch gedacht habe, obwohl ich die Drums schon so aufgepumpt habe, dass diese Schläge auf den Downbeat, gerade beim Chorus, dass die nicht immer knallig genug haben. Deswegen habe ich die unterstützt, indem ich einfach das komplette Drumkit hochgezogen habe, wie zum Beispiel jetzt hier am Ende vom zweiten Vers, glaube ich. Let's go. Ja, einfach, wenn es auf die Mütze hier geht mit Bassdrum und Becken, dass ich die nochmal hier um 4 dB hochgezogen habe, dass es richtig knallt und dass es besser durchkommt, habe ich hier immer wieder mal gemacht, weil ich das Gefühl hatte, die kommt nicht gut genug durch. Und das ist einiges an Arbeit. Das kostet sehr, sehr viel Arbeit. Das sind so die feinen Dinge, die kosten viel Arbeit. Das ist aber dann wirklich das Salz in der Suppe von so einem Mix. Und jetzt schauen wir mal weiter. Was auch sehr spannend war, war die Snare Drum. Schau mal, was ich hier an Automationsdaten bearbeiten musste. Das ist wirklich Wahnsinn. Und zwar waren das seine Wirbel. Er hat immer so Wirbel gespielt und die waren einfach nicht laut genug. Ja? Ich spiele dir mal das jetzt hier solo vor. Ja, so habe ich den Schlagzeugwirbel hier hochgezogen. Wenn ich den jetzt runterziehe, dann wirst du mal hören, wie sich dann diese Sache hier anhört. Ja, nochmal hochgezogen. Jetzt hörst du den Drummer auch richtig reinhauen, ja, und die Mähne schwingen, so vom imaginären Auge. Nee, aber das ist einfach, er hat dann, weil er so schnell spielen musste, wahrscheinlich nicht mehr laut gespielt. Und dadurch ist es im Mix völlig untergegangen. Das heißt, ich habe jeden einzelnen Drumwirbel, was heißt Wirbel, ist es nicht, es sind Sechzehntel in dem Fall, jeden einzelnen, diese Sechzehntel Schläge hier oder Läufe, habe ich manuell hochgezogen, ja, beziehungsweise ich habe die Automation immer rüber kopieren. Das ist auch ein Haufen Arbeit, aber letztendlich lohnt es sich, weil der Mixer dadurch sehr viel an Dynamik gewinnt. Dann zeige ich dir vielleicht noch eine Sache hier über Automation. Ich habe sehr, sehr viel gemacht. Eine Sache über Automation, die ich mit den Gitarren hier gemacht habe. Ich habe hier bei den Gitarren zum einen mal mit dem Volume gespielt, aber ich habe auch sehr stark mit dem Panning gespielt. Also zunächst mal kommen wir hier wieder zur Arrangement-Sache. Ich habe diese Schubgitarren, die Powerchords spielen, habe ich in den Versen weggelassen. Die kommen dann hier im Chorus dazu, um die Sache dramatischer und kräftiger zu machen. Und hier im Chorus habe ich dann auch die Gitarren, die Rhythmusgitarren, die im Vers mitspielen, dann einfach breiter gezogen im Stereofeld, dass der Refrain insgesamt noch fetter kommt. Ich schalte die gerade mal solo und dann siehst du hier, wie im Chorus diese beiden Gitarren im Stereofeld weiter auseinandergehen, um den Chorus einfach nur breiter zu bekommen. Okay, also auch so kannst du über diese Automation kannst du mehr Dynamik in deinen Mix bekommen und das kannst du über Panning machen, also über das Verteilen der Elemente im Stereofeld und auch über Volume. Du kannst auch Filterfahrten machen, über Automation kann man noch wahnsinnig viel machen, aber durch Automation kannst du einfach mehr Dynamik in deinen Mix bringen, was unglaublich wichtig ist für einen spannenden Mix. Was du jetzt an diesem Mix hier siehst, ist, dass er relativ groß ist. Also er ist relativ, 50 Spuren, so mittelgroß, aber es sind relativ viele Instrumente, die sich
hier duellieren, sage ich mal, die du zu einem guten Zusammenspiel nachher bringen musst. Und wenn dich interessiert, wie du so ein großes oder noch größeres Projekt besser organisieren kannst, dann schau dir einfach mal dieses Video hier an. Da zeige ich dir, wie du ein großes Projekt organisieren kannst. Ansonsten lad dir die Session runter, versuch die selber zu mixen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!